sehen, es wird jetzt gleich auf Sie etwas zukommen. Glauben Sie an Vampire? Also ich bin fest überzeugt, dass es den Vampirismus gibt. Wir haben jetzt einen Vampir, der ist sowas von spießig. Ich sag's Ihnen, jetzt müssen Sie sehr, sehr gut aufpassen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung, denn hier ist Graf von Grolock. Ihr Sterblichen, seid mir willkommen. Euch hier zu sehen ist mein Pläsier. Ihr habt im Saale Platz genommen und seid nun ewig Gast bei mir. Schon gut, macht euch nicht gleich ins Kostüm. Vor Aschermittwoch dürstet mich nicht nach eurem Lebenssaft. Ihr habt mir viel zu wenig Blut im Alkohol. Doch sei euch das Feiern durchaus gegönnt. Auch wir Vampire feiern gerne. Sogar Weihnachten. Obwohl wir sonst alles meiden, was mit Kirche und seinen Geistlichen zu tun hat. Wir fahren noch nicht mal Pater Noster. Sei's drum, wir hatten wahrlich ein tolles Weihnachtsfest. Geschenke gab es von Blender Med, damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Dann dieser edle Tropfen, ein 1886er Null Resus Positiv. Exzellent! Dazu stimmungsvolle Weihnachtslieder von Bushido. Oh, freue dich, du Christe, heut, ihr Kanaken, oh, kommet, Maria, du Schlampe in Bethlehems Stall. Also diesem scheingeläuterten Typen einen Bambi zu verleihen, das kann auch nur in Wiesbaden passieren. Darüber ist sogar das Bambi sauer und hat jetzt seinen Heino zurückgegeben. Euer Applaus ist übrigens ganz nett. Aber wie wäre es denn jetzt mal mit dem heulenden Werwolf? Ja! Die Kardinalfrage des deutschen Fernsehens. Wer übernimmt Wetten, dass? Gesucht wird blonder Dummbabbler mit Profilneurose. Aber auch Guido Westerwelle hat abgesagt. Er sei als Minister so oft im Ausland. Ach Guido, ehrlich gesagt, dass du ständig fort bist. Er trägt das Volk erheblich leichter, als dass du immer wiederkommst. Es gibt noch so viele schöne Wetten. Jens B. aus Mainz wettet, dass er 11 afrikanische Weine am Abgang erkennt. Ich sage top! Übrigens, seit Jens Beutel nicht mehr im Amt ist,
darf auf allen Plätzen gelacht werden. Mainz steht also vor der OB-Frage. Ja, meine Damen, das ist durchaus eine Frage der Hygiene. Der politischen. Seit Ruanda ist man in Mainz sehr vorsichtig geworden. Jedes Mal, wenn Bürgermeister Beck abends das Rathaus verlässt, fragt er den Pförtner, was bin ich Ihnen schuldig? Und Sabine Flegel, die Jungfrau von Gunsenum, fährt von Cap zu Cap und haut den Lukas. Die war übrigens schon seit Wochen nicht mehr im Augustinerkeller. Besonders offensiv aber gibt sich Michael Ebling. Der überfällt alte Leute in ihrer Wohnung und überbringt die Glückwünsche der Stadt Mainz, ob die Geburtstag haben oder nicht. Mainz erhöht die Hundesteuer, sogar für Bluthunde. Wilde Proteste. Es soll bereits Hunde geben, die ihre erste Hütte in die Schweiz verlegt haben, um in den Genuss des Ehegattensplittings zu kommen. Hat sogar ein Mainzer seine Hündin geheiratet. Erster Gratulant war Michael Ebling. Ausnahmen gibt es. Ausnahmen gibt es, aber nur für Möpse. Die unterliegen der Vergnügungssteuer. Die nächste Wette. Kurt B. aus Steinfeld in der Pfalz wettet, dass er jeden einzelnen Besucher des Nürburgrings mit Name kennt. Ich sage top! Ja. Seit der blutrote Kurt nicht mehr alleine regieren muss, ist er endlich mal auf einen grünen Zweig gekommen. Von der neuen Regierungskoalition Beck und Lemke sind sogar die Kinder begeistert. Ständig sprachen sie nach Meister Eder und seinem Pumuckl. Jedoch sollte sich Kurt Carrera Beck mal schleunigst von dem Pelzerbäuerchen erklären lassen, wie man gewinnbringend sein Eckerchen verpachtet. Übrigens, habt ihr auch diesen fürchterlichen Knall gehört? Ich hab ja senkrecht im Sarg gestanden. Die Presse überschlug sich mit Spekulationen. Der Wiesbadener Kurier vermutete einen Mainzer Bombenangriff. Das Wochenblatt reimte sogar: Das war ein Knall, der war nicht ohne. In Finde gab's heute dicke Bohne. Die AZ aber präsentierte eine ganz gewagte These. Erneut Bohnebeitel bei Mainz bleibt Mainz. Meller geplatzt. Kommen wir zur nächsten Wette. Karl Theodor auf und davon wettet, dass er jede Doktorarbeit an der Fußnote erkennt. Ich sage top! Gutenberg ist ja insgeheim ein Freund der Mainzer Fasenacht. Er hat sogar Modell gestanden für das diesjährige Zugplakettchen, der Lackaff.
Bekanntlich ist der Plagiator derzeit in der geschlossenen Anstalt der Europäischen Union untergebracht. Frei nach dem Motto, hast du einen an der Schüssel, winkt ein Posten dir in Brüssel. Ein transsilvanisches Sprichwort sagt, Politiker werden ist ähnlich wie telefonieren. Da bekommt jemand ein Amt, wenn andere die Null wählen. Ja. Die deutschen Banken prüfen aktuell, ob sie ihre Kreditanträge um die Frage erweitern, haben Sie die Absicht, Bundespräsident zu werden? Wulffs Tage als Staatsoberhaupt dürften nun wirklich bald gezählt sein. Nach Recherchen der Bild-Zeitung hat er bereits als Dreijähriger in einer Metzgerei einen Waschzippel geschenkt bekommen. Anwalt dementiert, der Zippel sei noch am gleichen Tag in bar bezahlt worden. Weiter untersuchen die Berufsdenunzianten, wie der Walter Scheel damals zu seinem gelben Ware gekommen ist. Selbst für Mainz könnte es unangenehm werden, wer hat dann eigentlich dem Theodor Heuss Saarbrück bezahlt? Der arme Papa Heuss. Seine FDP ist für Vampire völlig uninteressant. Die ist sowas von blutleer. Die erhält bereits aktive Sterbehilfe von einem vietnamesischen Landarzt. Ein Absturz der Liberalen. Da war Möllemann nur der Anfang. Das Dreikönigstreffen erinnerte irgendwie an Jugend in de Bütt. Opa Brüderle hatte ja Redeverbot. Och, sagt er, solange ich kein Alkoholverbot hab. Selbst Uropa Genscher durfte nicht reden. Der Landarzt hatte befürchtet, Hans Dietrich tritt vor die restlichen Parteimitglieder mit den Worten: Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist. Wenigstens um die Zukunft des Gesundheitsministers Bahr muss man sich keine Sorgen machen. Der hat ja noch seinen Baumarkt am Mombacher Kreisel. Ministerin Schröder hat eine Tochter zur Welt gebracht. Erster Gratulant war Michael Ebling. Inzwischen ist sie aus der Babypause zurück. Zum Glück stand es in der Zeitung, sonst hätte es ja niemand gemerkt. Ja, das Spektrum der Presse reicht von Politik bis zum flüchtigen Rindvieh Yvonne. Da sind Irritationen vorprogrammiert. Kaum war die Kanzlerin aus den Ferien zurückgekommen, meldete die Presse, die Kuh ist wieder im Stall. Neu im Stall ist ja die Piratenpartei. Mal tragen die Augenklappe links, mal rechts. Also auf einem Auge sind die immer blind. Dafür lässt sich das Parteiprogramm in einem Satz zusammenfassen.
Kiffen macht uns froh und frei. Der Rest geht uns. Ja. Sprachlich bewegt sich Ronald Pofalla in der gleichen Region. Ja, zu Wolfgang Bosbach hat er gesagt, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen und kann deine Scheiße nicht mehr hören. Wenn's Ihnen ein Trost ist, Herr Pofalla, dem Bürger geht es mit Ihnen nicht anders. Die SPD sucht derweil den Kanzlerkandidaten. Heißt der Stein jetzt Brück oder Meier oder gar Lossen-Geißler? Helmut Schmidt wird's ja machen. Man müsste halt nur den Plenarsaal zur Raucherkneipe umbauen. Am allerliebsten ist mir ja die Linke und ihre roten Blutkörperchen. Sarah Wagenknecht, das Abbild einer Aufseherin im Frauengefängnis. Die konnte schon mit 16 Goethes Faust auswendig, wofür sie nun einen Oscar bekommen hat. Erster Gratulant war Michael Ebling. Als Sarah rezitierte, der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein Innerstes bewegen, antwortete Oskar, dann hoffen wir, damit es sich lohnt, es wird bei mir sich noch was regen. Für Aufregung sorgt einmal mehr Justitia. Ein Terrorist darf gegen seine Ausweisung klagen, ein Kindermörder bekommt 3000 Euro Entschädigung, ein Polizistenmörder den Freispruch. Und dieses endlose Gefasel über die Nazi-Zelle, ei, wenn sie nur schon drin wären, ihr Friedlichen in diesem Staat, ich gebe euch den guten Rat, schickt sie zu mir, die Täter alle. Ich garantiere in jedem Falle ein transsilvanisches Gericht. Verkennt das Leid der Opfer nicht, bei mir gilt einzig und profan, Aug um Auge, Zahn um Zahn. Auf die europäische Zusammenarbeit. Da sucht man in Griechenland händeringend 57 Milliarden Euro und prompt jubelt einer im Keller von der Hypo Real Estate. Ich hab sie gefunden. Erster Gratulant bei Michael Ebling. Der Euro wäre doch schon längst Geschichte, hättet ihr nicht die bundesdeutsche Ortsvorsteherin und ihren kleinen Pariser. Ideen haben die, meint doch Angela, wir brauchen einen Rettungsschirm mit Hebel und sagt dann zu ihrem Freund Sarkozy, so ein Knirps langt da nicht mehr. Und mittendrin in der Krise bekommen Sarkozys Nachwuchs. Erster Gratulant war Michael Ebling. Da liegt Carla Bruni in den Wehen und der Baba ist bei der Kanzlerin. Also soll ja schon mancher Mann aus dem Kreissaal geflüchtet sein, aber noch keiner zu Angela Merkel. Mr. Cameron wäre das nicht passiert. Der zeigt Europa die Zähne. United Kingdom, no points.
Bald werden wir uns nur noch erinnern an die Ohren von Charles, das Gebiss von Camilla und den Hintern von Pippa. Die hätte ich übrigens auch nicht von der Saschkrank gestohlen. Ja, seit der Hochzeit von England kennen wir nun den schönsten Arsch der Welt. Und seit Berlusconi auch den größten. Die Mädels in Koblenz haben riesiges Glück gehabt. Berlusconi hatte im April was von Buga gehört. Man hat ihm aber rechtzeitig erklärt, dass es um Blumen geht und nicht um Junggemüse. Uwe Seeler wurde 75 Jahre alt. Erster Gratulant war... Ach Blödsinn, Franz Beckenbauer. Waren das Zeiten, als Seeler noch aktiv war, da haben auch die Schiedsrichter noch die Trikots getauscht und nicht die Hosen. Außerdem, wer hätte damals gedacht, dass Mainz 05 einmal der Angstgegner wird vom FC Bayern München. Jetzt haben's auch die Bayern kapiert. Mainzer Blut ist kein Buttermilch. Nun, Sterbliche, genießt das Glück. Denn noch entkommt ihr meiner Macht. Doch bald schon kehre ich zurück. Wir sehen uns dann nach Fasenacht. Lesen Sie doch bitte unseren Graf von Krolock, Helmut Schlösser, ganz herzlich zu bedanken mit einem dreifach kräftig donnernden. Ja.